In der Oberliga Süd. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel BFV 08 gegen den VfC Plauen. 247 Zuschauer sahen dieses Spiel heute und ein Unentschieden von 2:2 im Endstand. Ich darf ganz herzlich begrüßen Robert Fischer, den Trainer vom VfC Plauen, und unseren Frank Rietschel. Und das Wort zum Anfang hat auch unser Gästetrainer. Bitte eine Einschätzung. Hallo erstmal an alle. Einschätzung, es ist eigentlich genauso gekommen, wie wir es erwartet haben. Ein sehr unbequemer Gegner, der aber auch Fußball spielen möchte. Haben die ersten paar Minuten ein bisschen verschlafen, haben sie gut gemacht und haben uns da gleich eiskalt erwischt. Und ich denke, wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen, haben dann auch in meinen Augen verdient den Ausgleich gemacht. Und dann war es eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe die ganze Zeit. Ne? Also es war die ganze Zeit ein 50-50-Spiel. Und wir hatten das glückliche Händchen nach der Halbzeit, dass wir in Führung gegangen sind. Und ein bisschen Pech dann natürlich nach dem langen Einwurf in der Verlängerung. Steht natürlich Gold richtig, macht den Ausgleich. Und ich glaube, die letzten 15 Minuten hätte es in beide Richtungen noch ausgehen können. Und am Ende, denke ich, ist das ein gerechtes Unentschieden. Vielen Dank. Frank, bitte um dein Statement. Erstmal glaube ich auch, dass das ein leistungsgerechtes Unentschieden war. Mich hat es gefreut, dass wir nach dem 2:1, wo wir ein bisschen in der Seile waren, dass wir zurückgekommen sind. Das war ganz, ganz entscheidend, auch für die Mannschaft. Wir hatten da schon mal ein Zentrum Probleme. Wir hatten heute speziell erste Halbzeit nach dem 1:0, so ab der 20. absoluten Problem im Zentrum, dass wir keinen Zugriff bekommen haben, dass wir einfach zu weggestanden haben als Sechser. Ich war aber schon mal froh, dass ein Schiemann wieder, glaube ich, nach 30 Jahren hier getroffen hat. Und das wird dem Jungen Auftrieb geben, auch mit einer tollen Flanke von Tim Hoffmann, der sich immer besser entwickelt. Sind eine junge Mannschaft, die sicherlich noch ein bisschen Zeit braucht. Aber wir waren heute richtig gefordert. Ich glaube schon, dass wir auf Augenhöhe waren mit Plauen. Plauen hat uns gezeigt, dass sie ein ganz spieltechnisch starker Gegner waren. Und dann hinten raus, wie gesagt, hätte das Spiel in beide Richtungen laufen können. Und am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Vielen Dank. Ja, aus Sicht der Chronik ist das richtig. 1982 gelang Brunos Vater, dem berühmten Rocky Schiemann, das erste Tor in Plauen damals. Zu einem Auswärtssieg hat das gelangt. Heute der Sohn. Und ich denke mal, wie noch der Knoten platzen, dass er in die Fußstapfen des Vaters treten kann. Er steht ja sicherlich unter Beobachtung. Dankeschön für die Einschätzung. Gibt es Fragen aus den Reihen der Gäste? Bitte. Sportfreund Rietschel, eine Frage. Hast du dich geärgert, in der zweiten Halbzeit so gewechselt zu haben? War bloß meine Einschätzung, weil es gibt da fünf Wechselmöglichkeiten, wie ich es sehe. Ja, sicherlich war der letzte Wechsel natürlich dann schwierig. Greifst du zu sehr ins Spiel? Normalerweise braucht man eine doppelte Option. Das war richtig, weil wir wussten schon, dass ein, zwei Spieler in den Seilen hängen. Ne? Aber dort haben wir dann, war sicherlich etwas Risiko, der Wechsel. Dort hätten wir vielleicht auf 2, aber insgesamt denke ich schon, die Spieler, die reingekommen sind, Tim Wockertz, unser Lette und unser auf der linken Seite defensiv Werner, haben die Sache gut gelöst. Aber ein Wechsel zusätzlich hätte sicherlich noch uns mehr geholfen für das Spiel bei der Hitze. Mittwochspiel, heute richtig gefordert, Mittwoch gefordert. Aber am Ende ist es noch glücklich ausgegangen für uns. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern und wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimfahrt nach Plauen und dann auf ein Wiedersehen. Alles Gute euch.